Herzlich willkommen zurück. Folge 5 zum ersten DLC von Far Cry 5. Wir kriegen hier auch direkt Besuch. Genau. So, herzlich willkommen zur fünften Folge zum ersten Far Cry 5 DLC, The Darkest Hour. Wir sind in Vietnam. Und sind mit unserem Hubschrauber irgendwie abgeschossen worden. Müssen jetzt unsere Mates befreien. Einen haben wir schon, das ist der hier ständig vorausrennt und dummes Zeug macht. Und was ist das eigentlich? Ist das ein Gefangenenlager oder ist das? Steht hier nicht. Gerettete südvietnamesische Kriegsgefangene. Die wollen wir natürlich. Wir verfolgen das gleich mal. Mal gucken, ob wir das in dieser Folge schaffen. Also ich habe jetzt ja. Ich kann jetzt hier mit meinem Fernglas so. Achtung, wir kriegen Ärger. Ja, kriegen wir jetzt wirklich Ärger oder meinst du bloß die, die vor uns sind? Oh. So, bisher sehe ich 4. Wir gucken mal noch weiter, ob man hier noch mehr markieren können. Also wir haben diese Perks, die da rechts an der Seite sind, weil wir gerade Gegner lautlos ausgeschalten haben. Und mit diesen Perks kann ich halt mit diesem Fernglas so durch Wände und so Gegner markieren. Hier, ihmchen, schicken wir jetzt mal alles klar. Dahin. Bereit, wenn du es bist. Kann man hier hoch, ohne dass man. Jetzt haut der hier ab oder was? Haben wir dann hier ein Wurfmesser, das ist gut. Ducken. Okay. Nummer 1 ist ausgeschalten. Okay, plündern kann ich ihn nicht. Oh. Werden halt auch immer mehr, ne? Wir probieren erstmal den da oben auszuschalten. Wurde nämlich gerade eben schon wieder gesehen. Das ist halt ein riesengroßes Problem bei diesem Spiel. Dass ich hier relativ zügig gesehen werde, obwohl ich die Gegner gar nicht sehe. Ja, bin ja dabei. Nein. Oh, jetzt habe ich den Bogen weggeworfen. Ein Gefangener wurde befreit. Und kann ihn halt nicht wieder aufnehmen. Oh, das ist doch schon wieder zum Kotzen. Ärgerlich, muss ich sagen, dass ich jetzt keinen Bogen mehr habe und ich mir jetzt überlegen muss, wie mache ich das jetzt am sneakiesten? Wir haben ja noch Wurfmesser. Hä? Ist der gerade gestorben? Nee. Fuck off, ey! Haben wir hier natürlich wieder halb Dingens aufgescheucht. Halb Vietnam. Das wird nicht lange dauern, dann stehen hier wieder Leute en masse. So, ich hätte gerne den Bogen. Ich will nicht das. Oh, ernsthaft? Ist der Bogen hier wieder weg? Nee, da ist er. Oh, Mann, ey. Das ist ja gar nicht umständlich hier gemacht. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Das schauen wir uns gleich mal an. Und entscheiden dann, wie wir hier fortfahren. Okay, hier hat sich nichts Neues gebildet. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Weil wir ja schon. Ja, dann werden wir wohl mal nach
kartenmäßig nach Süden gehen. Haben wir hier noch? Ne, haben wir halt auch nichts mehr. Herausforderungen, das ist bloß das. Helferauswahl. Ja, okay. Tja, dann gehen wir nach. Hier so schräg links runter, gen Süden. Um da vielleicht noch was freizuschalten. Aber vielleicht gibt es ja auch noch was zu finden, dass wir. Holen wir uns unserem Freund hier zu. Ich wollte bloß gucken, ob hier irgendwo noch ein Zettel liegt, der vielleicht noch irgendwas freischaltet. Nee. Hier in dem Häuschen war, glaube ich, auch nichts. Hier, wo wir den ersten ausgeschaltet haben, hier gibt es auch bloß Molotow-Cocktails, Granaten. Wieso habe ich denn jetzt eine Granate aufgenommen? Ich habe doch keine Granate geworfen, oder doch? Wäre mir neu. Aber ja, dann gehen wir nach Süden. Ach, da kommen schon wieder Gegner. Spannung. Na, dann gucken wir mal weiter. Was können wir nehmen? Auf jeden Fall sind vor uns relativ viele Gegner. Also zumindest ist da drüben halt irgendwas. Schießen die uns? Warum? Können mich ja gar nicht gesehen haben. Ah, das ist da alles zum Mäusemelken hier. Ah. Noch mal ganz kurz hier was nebenbei machen. Tut mir leid. So, weiter geht's. Hier waren auf jeden Fall irgendwo Gegner. Ein Schwein, das höre ich. Ha. Ah, hier ist auch ein Panther in der Nähe. Ja, nicht so cool. Da hinten brennt ein Feuer. Das könnte natürlich jetzt das nächste sein, wo wir hin sollen, können, müssen. Wo denn? Keine Ahnung, wie viele. Ich sehe halt nichts, ne? Ja, der ganz hinten, aber den kann ja wohl noch nicht meinen. Also, das ist ja ein Witz. Seltsam, seltsam, seltsam. Weiter gucken. Ah, da ist noch einer. Warum kann ich den jetzt nicht? Oh, ja, jetzt geht's, du weißt. So ein Hase. Noch ein Gegner. Was haben Probleme, die mal schön sneaky hier auszuschalten? Damit wir unsere Perks wieder kriegen. So. Oh Gott. Kontakt! Schnappen wir uns die Arschlöcher! Kann ich denn jetzt mit dem Fernglas vielleicht schon? Da ist noch zwei. Hase.
Was war das jetzt? Eine Rauchgranate? Wie unnütz. Also wirklich, wir sind halt im Dschungel, fucking. Das ist... Ja, da macht, glaube ich, mehr Rauch als... Mehr Aufhebens, als dass wir... Was ist das denn hier, was hier so beleuchtet ist? Hat ja ein bisschen was von Versorgungskisten. Ach übrigens, nicht, dass ihr hier einen schlechten Eindruck von Far Cry 5 kriegt. An sich war das Spiel schon echt lustig. Ich habe sehr viel, sehr gerne da Zeit drin verbracht. Auch wenn es halt seine Schwächen hat. Ist halt ein Ubisoft-Spiel. Und alles, aber... Ach. Danke, du Knallkörper. Kann man ihn hier nicht irgendwie anders ausrüsten, damit er irgendeine andere Waffe kriegt, damit er halt nicht jedes Mal komplett Vietnam auf uns aufmerksam macht? Okay, hier ist einfach ein Flak. Das haben wir gefunden. Das wollen wir doch dann gleich mal markieren, dass wir das der ganzen Geschichte nachgehen können. So. Gehen wir mal weiter, so. Und gucken mal. Cowboy, wir haben Gesellschaft. Ja, wo denn? Das ist natürlich... Warum? Ja, ich höre sie auch. Aber wo? Wenn du sie siehst, markier sie doch. Warum geht das nicht? Das ist doch... End... Entnervig. Ja. Hier sind jetzt sogar zwei Flaks. Also wenn er das jetzt nochmal sagt, dann muss ich ihn irgendwie stumm schalten. Also entweder ich knall ihn dann einfach ab. Also das ist ja schrecklich. Nur so halbgare Informationen. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Kann ich den da oben vielleicht schon von hier ausschalten? Natürlich nicht. Danke, dass du so toll und... Aha, noch wen erledigt! Krass hier. Wo denn? Ah. Super. Steht hinter der Mauer, ne? So.
Feuergefecht. Hä? Wo denn? Also, irgendwie hier oben ist noch einer. Hätte ich behaupten. Hätte er ihn jetzt schon erwischt. Tja, kein Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer. Ich will ein Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer. Das wäre so geil. Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer. Bitte, bitte, bitte. Damit wir hier nämlich Schluss aus Mickey Mouse machen können. Naja. Da ich jetzt nichts tun, ne? So, wir haben Fernzündungssprengstoff. Sei jetzt nichts zu, ne? Warum bewegst du dich dann nicht einfach dahin, wo du hingehen solltest, hä? Ach Gott, Kinder ist. Dieser Flak ist erledigt und platt gemacht. So, haben wir Flak abgeschlossen. Haben jetzt auch wieder dieses Luftabwehrkrams, was wir halt noch nicht einmal benutzt haben. Also außer da am Anfang in der ersten Folge. Was ist das denn? So, ich würde sagen, wir gehen dann hier runter und gehen dann hier den Kreis fertig, damit wir das ja auch mal gesehen haben. Und schauen mal weiter. So. Daten vom Aufklärungsflugzeug. Ja, hier drüben ist noch irgendwas, aber wir gehen erstmal das Feuerzeug holen. Wenn wir schon dabei sind. Jetzt, wo Sie die Flak ausgeschaltet haben, können uns die Aufklärungsflüge wieder aktuelle Daten liefern. Was brennt denn da? Direkt vor mir. Was ist denn das hier? Ja, wir gehen erstmal nach links. Ob ich genervt bin von dem Spiel? Ja, doch schon. Also. Achtung, wir kriegen Ärger. Es ist halt, wir rennen halt durch den Dschungel. Und werden halt von allen ständig und überall gesehen. Hallo? Ernsthaft? Warum musste ich die jetzt da... Die stehen einen Meter vor mir. Mann, sind echt viele. Oh, cool. So, und Far Cry 5 hat er dann zumindest mal angezeigt, wo denn hier die toten Gegner liegen, weil da kommen nämlich schon wieder welche. Aber oben auf dem Radar wird das wohl auch angezeigt, wenn ich das hier richtig sehe. So dass wir uns wenigstens noch ein bisschen ein paar Pfeile holen können. Und nicht... Boah, jetzt hab ich mich gerade erschrocken, weil ich dachte, das wäre halt irgendwas anderes. Wo denn?
Ja, hier mal ganz kurz mit Fernglas Lucky Lucky machen. Ah. So richtig hat es jetzt nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Da hat er jetzt einen markiert, oder was? Das ist so ein Panther. So, ich habe den Fallschirm gefunden. Keine Ahnung, wie viele. Wo denn? Der Panther ist natürlich uncool, dass der hier rumtigert. Oh. Wir schauen uns das hier mal ein bisschen aus der Entfernung an. Selbst der Panther greift mich gleich an. Das wäre natürlich auch eine. Trophäe bekommen. Okay, sie stirbt. So, ich will jetzt mal sagen, wir gucken jetzt. Das ist gar nicht gut. Wer beschießt uns denn? Was zum Henker ist das? Na los, du schaffst das! Wo ist er denn? Warum erschießen wir das Scheißvieh nicht? Cowboy, wir haben Gesellschaft! Habe ich keine normalen Pfeile mehr, jetzt schieße ich mit Brandpfeilen oder was? Kann ich hier nicht irgendwie die Munition wechseln? Okay, verstanden. Weiß ich nicht. Kann man das? Ja, ich habe keine normalen Pfeile mehr. Das bringt mir natürlich eher nichts, wenn ich jetzt mit Brandpfeilen rumballere. Finde ich. Aber wir müssen ja erstmal den Piloten hier finden. Gibt es denn hier irgendwie einen Trick, wie man die finden kann? Shit, das war knapp. Das vielleicht, yay, da ist er. Also bin ich denn jetzt so weit südlich? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin, ne? Bunker an der Flussgabelung. Also, wir können ja erstmal zu dem brennenden Flugzeug darüber gehen. Gucken uns die Geschichte an, also es ja, gerade bei den ruhigen Passagen bin ich halt auch selber mal eher ruhig, also nicht, dass ich bin immer noch da, aber also, solange sich hier wer bewegt und ab und zu halt auch mal nicht, weil
ich denn hier eine Einstellung ändern muss oder ähnliches. Jetzt wird hier schon wieder geschossen. Wo schießen die denn hier hin? Also das sieht ja aus wie ein Kampfjet hier. Hat er das jetzt nicht weit genug geworfen gehabt, oder wie? Da oben ist der Bunker. Geil, plündern kann ich ihn auch nicht. Wir probieren mal die... Also sowas. Guck mal uns denn jetzt an. Ich würde sagen, wir gehen zum Bunker, ne? Aber erkennt man denn irgendwie auf der Karte? Na gut, das wird ja... Naja, ist halt die Frage, ist der Bunker wieder Bunker? Oder ist der Bunker so ein Ort, wo sich so ein Generalkramstyp da versteckt? Kommandant. Ein paar Pfeile wären halt geil. Bunker an der Gabelung. Zip. Wir wollen natürlich nicht so viel Aufsehen erregen. Oh, es blendet mich wieder der Mond, oder was? Alter, so, du. Ich pass auf dich auf, Bruder. Da sorge nur dafür, dass du da bist. Also hier geht's rein in den Bunker. Sollte er hier nicht warten? Ah, ich habe außerdem angewählt, kann das sein? So dass er... Ja, sicherlich. So, ich setze mich hier erstmal nochmal ins Grüne. Einmal tief durchatmen. Da laufen sie aneinander vorbei, ey. Mein Gott. Ah, also liebe KI, wir müssen hier noch ein bisschen üben. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt zu Folge Nummer 5. Far Cry is the Darkest Hour. Ich hoffe, es bleibt jetzt mal ganz kurz ruhig, damit ich hier mal abmoderieren kann, aber offensichtlich ja nicht. Hier ist nämlich auch Schluss, hört ihr ja. Okay, dann gucken wir hier mal ganz kurz rum. Wo denn?
kommen natürlich noch immer mehr. Kinder. Habe ich keine Munition mehr, oder was? Oh, es ist nicht euer Ernst. Habt ihr keine Gewehrmunition? So, das scheint es jetzt aber erstmal gewesen zu sein. Wir gucken uns gleich diese Bunker an, die hier rumstehen. So, ins Grüne setzen, kurz warten. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in Folge 6. Das wäre dann das nächste und da erkunden wir die Bunker. Bis dann, ciao.